The stage is yours. The stage is yours. Boah, das Problem ist immer, ich hab, wenn die Schuhe hier oben so hoch sind, ne, dann drückt mir das immer so drauf. Und wenn du einen Mückenstich genau an der Stelle hast, wer kennt das? Ein Mückenstich an der Stelle oder auch, ich hatte letztens einen Mückenstich hier, ne, hier drin. Oh, ja, das und wir sind beim Track Day und das juckt die ganze Zeit. du musst ja so die Hände halten, ne? Voll nervig. So, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde auch allerhöchste Zeit, dass jetzt natürlich nach dem, ja nicht nach dem schrecklichen, aber nach dem Video bezüglich Trennung Johannes und mir, da waren natürlich überall Fragezeichen. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier bei Insta und immer wieder wiederholen muss, habe ich einfach bei Instagram eine Umfrage gemacht. Es sind, ich glaube, es waren über 500 Fragen sind reingekommen. Und ich habe mir jetzt mal ein paar rausgesucht, weil das war nachher auch nicht mehr zu handeln. Habe mir die aber hier auf dem Handy mal ein Screenshot gemacht. Also als allererstes möchte ich schon mal sagen, vielen, vielen Dank, also wirklich krassen Dank an die ganzen Leute, die mir geschrieben haben. Also euer Support, unfassbar gut. Also ich hatte sehr, sehr viel Angst davor, wie ihr mit dem ganzen Thema umgeht. Also wie die Reaktion sein wird, ob ihr das so positiv aufnehmt, weil es kann ja auch der eine oder andere sein, der einfach sagt, Alter, was ist für eine Scheißaktion und ich habe keinen Bock mehr auf Verlieb. Also es hätte ja auch sein können. Nur positives Feedback. Ich glaube, das liegt aber auch oder hängt damit auch zusammen, weil wir so offen damit umgegangen sind, weil ihr halt auch direkt gesehen habt, wie transparent wir mit dem Thema umgehen. Und wir wollten euch ja eigentlich bis ins kleinste Detail eigentlich genau sagen, was hier passiert ist. Deswegen muss ich sagen, ich bin gerade sehr, sehr, sehr froh, wie es jetzt ist. Also ich fühle mich sehr losgelöst in meinem Kopf. Also bei mir geht es gerade richtig ab mit dem Team. Wir sind sehr, sehr gefestigt. Wir haben uns einen tollen Plan gemacht fürs, also bis zum Ende des Jahres durch, was Kollektionen angeht, was Projektautos angeht, was generell die Firma Hordieb angeht. Da kommt wirklich sehr, sehr, sehr geiles Zeug. Ich merke jetzt gerade, dass wir wieder in eine Richtung fahren und dass alle Leute, die jetzt mit quasi auf dieses Boot aufgestiegen sind, genau mit paddeln. Also wir haben alle wieder ein gleiches Tempo. Bei Johannes geht es ja auch Vollgas weiter. Ich glaube, der hat jetzt, ich weiß gar nicht, das Video ist jetzt am 28. Natürlich drehen wir das vorlogischerweise. Und ich glaube, am 1.9. hat er auch schon von Red Bucket seinen Drop. Also Leute, wer da Bock auf Legemittel hat, auf jeden Fall am 1.9. Red Bucket abchecken. Ganz, ganz wichtig, weil das für ihn auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, den ich natürlich auch logischerweise unterstützen möchte. So, jetzt geht es erstmal los und zwar eure Fragen. Also, ich fange jetzt mal, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, weil es waren sehr, sehr viele Fragen, die sich natürlich wiederholt haben. Und eine der meistgestellten Fragen von euch war, wer wird jetzt die Kleidung designen? Also geht es erstmal darum, grundsätzlich die Frage, gibt es weiter Hordieb-Klamotten, ja oder nein? Oder gibt es weiter Kleidung? 1000% ja, weil das ist halt der Bestandteil unseres Unternehmens. Das war es immer schon und das wird es auch in Zukunft so weiter sein. Heißt, es wird 1:1 genauso weitergehen. Dann muss man nochmal dazu sagen, wir waren immer ungefähr, ich schätze mal so 4 bis 6 Monate im Voraus, was unsere Designs anging. Das heißt auch, was wir schon an Lager haben und was wir schon vorproduziert haben. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so einen Engpass gerade gehabt, was Thema neue Designs und neue Kleidung angeht. Ich habe schon eine klare Vorstellung, was in Zukunft kommt, aber ich habe mich natürlich auch logischerweise immer mit Johannes abgesprochen. Wer das in Zukunft designen wird, wissen wir auch schon. Das war auch schon im Vorhinein, war das schon eigentlich abgeklärt, dass wir schon jemanden haben, der uns da unterstützt. Ich hatte ja auch letztens mit in dem Video, oder nicht in dem Video, sondern in dem Stream, war ja der René von der German E-Trade da, also Filgentilt René, muss man sagen, der war da und man weiß ja schon, dass die E-Trade uns unterstützt und dass die auch quasi den Versand machen und zukünftig wird auch von da das Design kommen. Das heißt, ich werde mit den Leuten dort die Absprache machen, die sind in dem Thema 100%, die wissen genau, was sie machen. Und das, von denen werde ich auch die Sachen bekommen. Das heißt, ich werde demnächst meine Ideen, die ich habe oder meine Vorschläge, das, wo ich auch weiß, okay, was für Farben kommen in den nächsten Jahren, in was für eine Designrichtung wird es gehen, werde ich mit denen absprechen, werde dort runterfahren und da werde ich euch auch viel mehr mitnehmen. Das heißt, ihr werdet in Zukunft auch viel, viel mehr sehen, wie solche Kollektionen entstehen und was da auch entsteht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich fand, das war in letzter, oder generell ist das immer ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben sehr, sehr viele Projekte gemacht, gerade bei YouTube waren immer wieder die Fragen, was macht ihr eigentlich, kann man bei euch tunen, da wird sich auch ganz krass in absehbarer Zukunft was ändern. Stück für Stück,
Also es wird immer weiter Projekte geben, es wird immer weiter um das Thema Auto gehen, es wird aber auch um ganz klar um das Thema Fashion gehen. Also ich werde auch versuchen, euch da mehr mit auf die Reise zu nehmen. Weil ich werde super oft gefragt, zum Beispiel, ich bin ein absoluter Schuhliebhaber. Also bei mir geht das Thema so Klamotten, Schuhe, auch meine Uhr oder sowas, ist halt auch immer dabei. Und ich werde halt immer wieder, wenn ich noch Story das mache oder mal ein Shooting, da werde ich immer gefragt, was ist das? Und ich bin bisher nie darauf eingegangen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das heißt, ich werde euch da auch ein bisschen, ja, mit auf die Reise nehmen. Also Designs werden auf jeden Fall weitergemacht. Sind wir auch sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Dann sprecht ihr euch eigentlich mit JP ab, was die Klamotten angeht? Nein. Also wir sprechen uns mit gar keinem ab. Das haben wir bisher nie getan und das werden wir auch in Zukunft nicht tun. Warum sollte man sich da miteinander absprechen? Er macht sein Ding, wir machen da unser Ding, wir verstehen uns sehr gut, wir kommen uns auch überhaupt gar nicht in die Quere. Deswegen wüsste ich nicht, warum man sich da absprechen müsste. Das Einzige, was wir absprechen, ist, wenn irgendwelche Kollabos kommen. Das heißt, wenn wir mit JP-Kollektionen zusammen machen, die werden wir selbstverständlich absprechen. Da habe ich auch in den nächsten 2-3 Wochen haben wir noch Gespräche dazu, was jetzt leider dieses Jahr nicht mehr passieren wird, aber zum nächsten Frühling, zum Wörthersee, werde ich versuchen, wieder eine JP x Haudeep Kollabo zu machen. Weiß ich noch nicht, ob funktioniert, aber ist auf jeden Fall der Plan. Die Klamotten macht ihr dann komplett selber oder hilft Johannes dann beim Design? Habe ich gerade schon erklärt. Trennung Johannes heißt auch Trennung Johannes. Johannes hat jetzt seine Firma, ich habe hier Haudeep weiter. Das heißt, designtechnisch wird da von Johannes gar nichts mehr kommen. Also das ist jetzt die Sachen, die, sage ich mal, bis gefühlt Ende des Jahres kommen, sind noch mit mir und Johannes zusammen entworfen worden. Und danach quasi, was dann ab nächstes Jahr kommt, ist dann nicht mehr Johannes. Wird aber trotz alledem die Thematik, zum Beispiel Downforce, Haudeep Racing, Most Wanted, One Love, das wird natürlich beibleiben. Also warum sollte ich das ändern? Das war eine Sache, die haben wir gemeinsam auf den Weg gebracht und die hat auch sehr gut funktioniert und da gibt es auch so viele Ideen noch, die wir auch ausarbeiten werden. Das, was ich zukünftig noch an Themen dahin zubringen möchte, ist natürlich auch so ein bisschen Street Collection. Also ich möchte natürlich auch so ein bisschen, das Alltägliche mit reinbringen, also Sachen, die ihr auch im normalen Alltag auch mal anziehen können, ohne dass da fett irgendein Thema hintersteht. Das ist mir halt auch wichtig. Ich überlege auch gerade wieder, ob man Richtung Polos geht, ob man nächstes Jahr auf jeden Fall, da ist wieder Terror bei uns draußen, oder ob man nächstes Jahr zum Beispiel auch sagt, mal eine kurze Hose bringen, mal eine Schwimmhose, mal ein Handtuch. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen gerade, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, deswegen weiß ich noch nicht genau, in was für eine Richtung wir da gehen, aber da wird auf jeden Fall ganz, ganz viel geiles Zeug kommen. So, weiter geht's. Schlägst du eine komplett neue Richtung ein? Nein. Auf gar keinen Fall, also komplett neu, definitiv nicht. Weder noch im Haudeep-Unternehmen komplett neu, noch im Design der Kleidung. Es werden einige Änderungen kommen, die werden, glaube ich, auch für euch sehr interessant sein, auch wenn ihr seht, wie das entstehen wird. Das, was vielleicht, sagen wir mal, ab nächstes Jahr neu sein wird, ist, dass wir ein bisschen mehr die Farben auf die Jahreszeiten setzen. Das kann man schon ungefähr sagen, dass wir so ein bisschen mehr die Verbindung zu den Jahreszeiten bringen, weil das eigentlich gerade im Thema Fashion ist das eigentlich überall, ja, komplett üblich, ne? Man muss mal überlegen, wenn man zum Beispiel zu H&M oder egal wo man hingeht, dann kauft man halt für die Saison die Sachen ein. Also da ist selten, dass man, weiß ich nicht, im Herbst einen Mintton oder sowas oder einen knalligen Gelbton findet, sondern dann eher, sagen wir mal, Brauntöne, auch dunklere Gelbtöne. Also das ist eher das. Und im Winter vielleicht auch ein bisschen mehr Schwarz. Also ich versuche mich da schon ein bisschen mehr daran zu orientieren. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Werden in Zukunft mehr Treffen von Haudeep eventuell auch mal in Süddeutschland stattfinden? Nein. Also richtige Treffen, wie es damals mit Zucker war, wird es von mir aus nicht mehr geben. Ich werde keine Veranstaltung mehr machen. Ist auch relativ simpel erklärt. Punkt 1, der Aufwand für solche Treffen, um, finde ich, in Deutschland noch was auf die Beine zu stellen und mal wirklich was zu machen, was noch keiner gemacht hat, ist riesengroß, ist ein Zeitfenster, was ich überhaupt gar nicht habe. Dafür gibt es Treffen wie die XSK Night, dafür gibt es Treffen wie Tief im Wald, dafür gibt es den Wörthersee, Wörthersee Reloaded. Wir haben so viel Potenzial in Deutschland und die machen das hauptberuflich. Also für die, oder was heißt hauptberuflich, für die ist das so absolut der Fokus. Und ich fahre lieber auf die Events, also ich fahre lieber dahin. Dann ist für mich der zweite, der wahrscheinlich noch wichtigere Grund, wenn wir ein Treffen wieder machen, gibt es wieder zwei Optionen. Option 1 ist, wir machen ein markenoffenes, einfach jeder kann kommen treffen. Dann höre ich schon wieder die ganze Szene maulen. Ja, aber scheiß Autos da und das ist ja keine Qualität. So, dann gibt es den zweiten, was mir eigentlich theoretisch egal ist. Deswegen bin ich auch mal gerne auf die Tuning Night Aachen gefahren, die ja leider auch nicht mehr stattfindet. Aber dann gibt es den zweiten Punkt, und zwar, wenn wir dann hochwertige Treffen, ne,
wo wir dann ausgewählte Autos haben, fange ich dann an, auf einmal zu entscheiden, okay, dein Auto ist cool, dein Auto ist scheiße, du darfst kommen, du darfst nicht kommen. Da habe ich Ende 2019 mit abgeschlossen. Das war für mich ganz klar, dass ich da gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drauf, weil mir ist das am Ende des Tages komplett egal, mit was für einem Auto du kommst, Hauptsache du kommst. Mir ist die Karre scheißegal. Ich will nicht derjenige sein, der entscheidet, ob da ein Auto gut ist oder schlecht ist, weil das ist für jeden sein Geschmack. Ich fahre lieber einfach auf die Events, auf die ich Bock habe und auf die Events, die mir eine Seele geben. Zum Beispiel eine XS Classic, da fahre ich einfach hin, weil ich die Leute einmal feiere, aber weil ich halt auch dieses Altblech feiere, also diese Thematik halt total feiere. Oder eine XS Car Night, weil das einfach eins der größten und geilsten Events ist. Zum Beispiel in ein Olympiastadion reinzukommen, da geht mir das Herz auf. Und das will ich einfach in Zukunft, ja, da habe ich einfach viel mehr Bock drauf. Also definitiv wird von uns kein Treffen mehr stattfinden. Ziehst du in Erwägung, dir einen neuen Geschäftspartner für die GmbH ins Boot zu holen? Nein. Einmal und nie wieder. Also Geschäftspartner in dem Sinne, wir haben ja schon einen Partner mit drin, das ist die E-Trade, die für uns produziert, mit noch einem Partner da hinten, der war aber auch vorher schon mit dem Boot, aber generell einen Geschäftspartner nochmal so in dem Zuge, wie es mit Johannes ist, da war auch nochmal eine Frage, würdest du noch einen zweiten Geschäftsführer wieder einstellen? Nein, würde ich nicht machen. Also ich werde alleiniger Geschäftsführer bleiben in dem Unternehmen. Es wird keine zweite Person mehr, Acker oder so wie quasi Johannes war, ins Unternehmen dazukommen, weil ich weiß einfach, so funktioniere ich nicht. Ich bin da sehr kompliziert, was das angeht, das weiß ich auch, das habe ich auch in der Vergangenheit mit Johannes ja schon gehabt, weil ich halt ein Charakter bin, ich gehe halt ganz krass in eine Richtung, also ich gehe ganz krass geradeaus und wenn ich eine Idee in meinem Kopf habe, so muss ein Auto aussehen, so muss ein Kleidungsstück aussehen, weil ich da gerade so viel Liebe reinstecke und so unendlich viele Stunden in Designs reinstecke, weil die Autodesigns kommen ja von mir, zumindest die auf meinen Autos immer waren, das ist alles mein Hirnschmalz, der da reinfließt. Dann ist das ganz, ganz schwer, jemanden zu haben, der irgendwie, nicht irgendwie für jemanden, der dann daneben ist und auch eine Idee hat und sagt, ja, aber das wäre vielleicht auch ganz clever und wir könnten das vielleicht so machen, weil das ist halt schwierig, das funktioniert in dem Unternehmen nicht. Also das kann einfach langfristig, gibt es immer Reibereien. Oder zum Beispiel, dass mir jemand sagt, hör mal, Frankie, sei mal nicht mehr so lustig. Oder hör mal, Frankie, benimm dich doch, warum hast du dich denn da so benommen? Die Firma Hordieb und mich wird es in Zukunft nur in eine Richtung geben und die Leute, die das sehen, sind 1000% ich. Es gibt kein rechts und es gibt kein links. Ich werde mich nicht verstellen, ich werde nicht irgendwas machen, was irgendwer anders möchte. Nur das, wie ich bin, 1000%. Und deshalb würde es auch nie wieder funktionieren, dass irgendeiner neben mir ist, der mir sagt, aber du musst jetzt mal so gucken und du musst jetzt mal und sag mal den Text so auf, weil ihr wisst, wie ich bin auch teilweise ein Vollchaot. Und alles, was passiert, passiert spontan. Es passiert einfach aus mir heraus, so wie ich bin. Manchmal ist das positiv, manchmal geht das halt auch nach hinten los. Das ist halt so. Dafür muss ich aber gerade stehen. Und das ist mir, das war auch der wichtigste Grund, warum das heute so ist, warum wir so entschieden haben. Dann würde ich bestimmt jetzt definitiv keinen zweiten Partner mehr mit ins Boot holen. Sieht man sich in Brilon? Also Brilon, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ja klar, kommt in dem Video noch vor. Ist am, boah, das ist ein krasses Wochenende, wird das. Wir sind am 5.9. sind wir in Brilon, Viertelmeile. Also wir fahren freitags los, abends, schlafen in Brilon, fahren morgens Viertelmeile bis 14 Uhr, Golf 4, freue ich mich tierisch drauf, vielleicht kriegen wir da kaputt den Motor, bisher hat er ja auf dem Ring habe ich es nicht geschafft, mein Ziel ist ja wirklich den zu quälen, ich möchte ja wissen, wann geht das Ding hops, also gerade bei dem, ich muss den eh neu aufbauen, ich bin mal gespannt, ob der das aushält, so, das heißt wir fahren Brilon am 5.9., dann werden wir am 5.9. nachmittags um 14 Uhr oder 15 Uhr setzen wir uns ins Auto und werden dann direkt zur XS Classic fahren. Und da werden wir dabei haben den Käfer, den nehme ich auf jeden Fall mit und den 996 werde ich mitnehmen. So ist der Plan, XS Classic, freue ich mich auch tierisch drauf, wird auf jeden Fall fett. So, dann habe ich noch, wird es weiterhin Klamottendrops geben oder werdet ihr weiter Klamottendrops machen? Auf jeden Fall wird es weiterhin noch so geben. Ob die in so einem Tempo sein werden, wie sie bisher waren, weiß ich noch nicht, sind wir auf jeden Fall in Planung. Ihr werdet auf jeden Fall jetzt gesehen haben, eigentlich glaube ich sogar, hätte es gestern normalerweise einen Drop gegeben. Wir haben dieses Mal im August den Drop ausgelassen, weil ich mich halt aufgrund der Umstrukturierung nicht rechtzeitig um den Drop gerade kümmern konnte, der jetzt eigentlich gekommen wäre Ende August. Es wird Downforce sein, was Ende September kommen wird.
Ein großer Drop wird es sein, ein sehr, sehr großer Drop. Eine Farbkombination, glaube ich, die euch komplett aus dem Leben scheppern wird. Also wirklich, der Ronny hat jetzt auch eine Woche Urlaub oder anderthalb Wochen. Das heißt, ab Anfang September oder ab dem 4. oder was ist der dann noch wieder da. Und dann werden wir vom 7. bis zum, ich glaube, das sind 5 Tage oder was, planen wir die, den Downforce Drop und planen die Produktion von Videos. Da wird sich halt, also was das angeht, ich kann euch sagen, was Instagram angeht, also Instagram Feed, wird sich komplett alles ändern. Das werden wir komplett neu aufsetzen. Was Fotos angeht, wird sich alles ändern. Was die Fotoreihen und die Videos, bis da ihr seht, was dann kommt, wird sich ändern. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, das, glaube ich, wird so einer der größten Veränderungen, die wir hier im Unternehmen haben, sein. Also da kann man von ausgehen, das wird auf jeden Fall für euch sehr gut, definitiv. So, dann gibt es weiterhin Parfum. Ja, und auch, also es wird auch, zweite Frage war direkt auch für Frauen. Es wird dieses Jahr, ich glaube, zum Weihnachtsgeschäft. Der Plan ist, ich meine, in 6-8 Wochen kriegen wir die, also ich hatte schon mal in Insta gezeigt, dass wir Proben schon haben. Ich meine, in 6 Wochen oder was werden die Parfums schon hier ankommen und wir werden Parfums für Frauen, sowohl als auch für Männer, neue Duft für Männer und Frauenparfum wird dann zu Weihnachten kommen. Finde ich am passendsten zu Weihnachten, weil man sucht immer Geschenk für den Partner, wenn die Mädels es sind oder der Partner vielleicht mehr für die Freundin oder für die Frau oder für die Mutter, für die Tante, weiß ich nicht für wen, werden auf jeden Fall 2 neue Düfte kommen. Wird sehr, sehr interessant, werden auch neue Flakons sein, wird auch in Zukunft viel, viel mehr noch kommen. Ich werde auch versuchen, noch Pröbchen, jetzt für diese Produktion ist das leider nicht möglich, zu bekommen, weil die Stückzahlen, die ich dann abnehmen müsste, damit wir Proben machen können, wäre natürlich brutal. Wenn die Essen-Motorshow stattfindet, werden wir sie da erstmal auch verkaufen wieder. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, die Probe zu riechen. Ich bin auch gerade mit Parfümerie Becker, glaube ich, und mit Douglas sind wir gerade im Gespräch, ob wir die Möglichkeit haben, zumindest in den Großstädten das Parfüm zu platzieren. Das wäre Bombe, wenn das geht, weil dann kann halt jeder dahin Probe riechen und dann da kaufen. Bin ich aber noch dran, weiß schon nicht, ob es funktioniert, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, weil ich glaube, ich verstehe das schon, viele sagen, ja, ich will es erstmal riechen, bevor ich es kaufe, aber man muss schon mal ganz ehrlich sagen, wir haben damals die Vorbestellung gemacht und da sind über 1000 Parfums weggegangen in einer halben Stunde und die Kommentare dazu, ich hatte jetzt letzte Mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, könnt ihr auch mal gucken in dem Feed, also das Resümee war brutal, also ich glaube, auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir unschlagbar momentan, also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Willst du jetzt expandieren oder bleibst du dem Kurs von Hadib treu und lässt alles so? Expandieren auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auch Thema weiterer Kameramann ist gerade, schwieriges Thema, weil wir eigentlich keinen neuen Videomann suchen, sondern eigentlich einen Fotografen, der aktuell oder der dann komplett auch bei uns mit dem Team ist. Ist relativ schwierig, werde ich mir ganz viel Zeit lassen. Wenn das im Umkehrschluss bedeutet, dass wir vielleicht nicht jede Woche 3 Videos bringen können, sondern auch vielleicht mal eine Woche nur 2 Videos, was eigentlich nicht passieren wird, aber wenn das bedeutet, weil Ronny nicht hinterherkommt, weil er einfach zu viel Arbeit gerade hat, dann ist das so. Dann bringe ich lieber 2 Videos, aber mit Qualität. Aber definitiv komplett alles noch weiter größer werden. Wofür sollen wir das machen? Also es macht gar keinen Sinn. Ich werde mich auf das konzentrieren, was wir gerade machen, auf unsere Kleidung, auf unseren Content, den wir bisher geliefert haben. Und ich fange jetzt nicht an, mir noch 5 Autos an die Hacke zu hängen. Also da habe ich keinen Bock drauf. Das wäre einfach viel zu viel. Und das ist doch der totale Wahnsinn. Was das Thema Autos angeht, es wird einiges gehen wieder in absehbarer Zukunft. Also es werden, ich kann schon mal sagen, Golf 8 wird definitiv gehen. A6, glaube ich, zum Ende des Jahres wird der auch gehen. Wir werden uns viel mehr auf Einzelprojekte konzentrieren. Was viel, viel mehr der Fokus bekommt, wird die Thema Nürburgring sein, Golf 2. Viel, viel mehr Fokus. Der Golf 4 wird noch viel, viel mehr Fokus bekommen. Dann wird noch ein neues Auto kommen, wahrscheinlich, was euch, glaube ich, extrem freuen wird, wo keiner mit rechnet. Ja, dann haben wir noch den C63. Das ist natürlich so mein Kopfschmerzenkind. Weil eigentlich war das ja Johannes' Auto, muss man sagen. Also er hat den ja für sich, als war ja sein Geschäftswagen. Das war auch ein Deal, den wir mit Gruma haben. Der Wagen steht jetzt theoretisch da. Das heißt, den werde ich auch nochmal wiederbeleben. Da werde ich nochmal gucken, was wir da machen können. Da muss ich auch nochmal mit CFD sprechen, also mit Carbon Fiber Dynamics, mit dem Malte. Was wir da in Zukunft noch machen können, weil da ist ja auch noch das Thema Leistungssteigerung, steht da ja immer noch zur Debatte. Designtechnisch bin ich da auch gerade noch dran, ob ich da nochmal einen raushaue. Vielleicht sogar noch fahrwerksmäßig was mache. Das weiß ich aber gerade nicht. Da bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen hin und her. Die Projekte werden eh in Zukunft, das kann ich schon mal sagen, viel mehr minimiert. Also wir werden, was das Thema Auto angeht, eine ganz, ganz klare neue Richtung einschlagen bei uns. Weil ich werde halt immer wieder gefragt, was macht ihr eigentlich? Kann man bei euch Tuningteile kaufen? Nein, die Autos sind eine Leidenschaft. Also ich bin halt
Wie kann man mich betiteln? Ganz klar, ich bin ein Autoliebhaber. Ich bin kein Schrauber. Ich bin auch keine Tuning-Werkstatt. Und das war auch nie das Ziel. Das werde ich auch nicht haben wollen. Ich möchte einfach, ich bin ein Autosammler, ein Autoliebhaber. Jemand, der einfach eine Leidenschaft für Fahrzeuge hat. Und eine Leidenschaft für schöne Fahrzeuge, die man umbaut. Und ich glaube, das haben wir auch in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Mit dem TT, mit dem 996. Auch damals mit meinem Golf 6. Auch mit dem Käfer, mit dem W124. Auch jetzt Golf 2, da sieht man halt, wo meine Leidenschaft herkommt und dabei wird es auch bleiben. Es werden viel mehr Wendprojekte kommen, Langzeitprojekte, auch Restaurationsprojekte werden kommen, definitiv. Ich suche noch einen alten Mercedes, eventuell einen Strich 8 gerade, den ich eventuell machen kann, oder einen Porsche 994. Da bin ich, 994, 944, auch geil, 994, was ist das? Das hat der nach 992 kommt wahrscheinlich, ne? Ist mit E-Turbolader. Also das wird auf jeden Fall in so eine Richtung eher gehen. So, bleibt dein Content stabil, gibt es weiterhin regelmäßig YouTube-Videos. Habe ich, glaube ich, gerade erklärt, wird so weiterhin geben. Das, was wir ausbauen, was man da nochmal zu sagen kann, ist natürlich das Thema Twitch. Das ist eine Plattform, die ich für mich auf jeden Fall entdeckt habe. Ich fühle mich pudelwohl da. Die Zuschauerzahlen steigen brutal. Wir sind mittlerweile teilweise bei 400 Zuschauer auf einmal. Das heißt, über den Abend verteilt haben wir 15.000 Zuschauer gehabt. Das ist echt brutal, was da abgeht. Es ist für mich einfach die geilere Plattform momentan. Also diese Twitch-Geschichte, ich weiß, die ist noch nicht bei vielen angekommen, aber ich gehe davon aus, und das glauben auch sehr, sehr viele andere, dass Twitch das neue, nicht das neue YouTube sein wird, aber die neue Plattform sein wird, die extrem wachsen wird. Vor allen Dingen, ich habe halt da die Möglichkeit, sehr, sehr viele Sachen zu zeigen, die Thema Autodesigns angehen. Ich kann sehr, sehr viel zeigen, was ich überhaupt noch plane. Ich kann sehr viel zeigen, was an Kollektionen rauskommt, was im Thema Mode sich tut. Also ich habe so viele Möglichkeiten, da euch direkt Sachen zu zeigen, die ich zum Beispiel bei einem YouTube-Video oder die ich auch bei Insta gar nicht so ausgiebig machen kann, weil das Geile im Livestreamen ist, ich habe einfach 5-6 Stunden Zeit, mit euch zu quatschen. Und das ist einfach so krass, was für eine Community sich da schon aufgebaut hat. Ey, das ist Wahnsinn, Leute. Also Leute, ohne Witz, tiefer und näher an Haudieb dran, außer bei Twitch, wird nie möglich sein. Also auf die Entfernung nie möglich sein. Deswegen feiere ich Twitch gerade so hart. Wir können euch ja mal unten in die Videobeschreibung, haben wir euch auch mal den Link von Twitch rein. Ne? Also derjenige, der es noch nicht gesehen hat, ich glaube, also derjenige, der Bock auf Haudieb hat, mehr Frankie und mehr Haudieb gibt es nicht als bei Twitch, ganz klar. Könntest du dir vorstellen, achso, einen anderen Geschäftsführer reinzunehmen, den haben wir ja schon. Denkst du, du schaffst es stressmäßig, Haudieb alleine zu leiten? Ja, traue ich mir 1000% zu, weil ich habe es ja in der Vergangenheit zwar nicht alleine gemacht, aber ich war in allen Prozessen immer mit drin. Das heißt, für mich ändert sich Folgendes, und zwar das Thema Design. Das ist das, wo ich mich komplett neu orientieren muss. Heißt, ein Designer, der diese Arbeit macht. Sonst gab es im Unternehmen zu keiner Zeit nur eine Sekunde, wo ich nicht wusste, was geht und was passiert. Also weder noch Thema Designentwürfe, Abgabe, Bestellungen. Ich war über alles informiert immer. Der Johannes hat immer sehr, sehr viel Feedback. Auch Messestände planen, sowas. Da war ich immer mit dem Thema drin. Der Johannes hat das nachher umgesetzt, aber die Planung haben wir immer zusammen gemacht. Auch das Thema, wie es bei uns im Unternehmen läuft, die Mitarbeiter, Mitarbeitergespräche, das habe ich auch vorher schon alles mitgemacht. Also ich habe jetzt nichts, was für mich da irgendwie neu ist. Ja, ich weiß, es ist mehr Stress und momentan ist es auch so, dass ich teilweise 16 bis 18 Stunden arbeite, wenn ich diese Streams habe. Das ist halt gerade so, aber das vorher bin ich halt, also ihr müsst euch ja vorstellen, letztes Jahr, kann ich mich erinnern, ich bin letztes Jahr von Ende April bis, glaube ich, Ende Oktober hatte ich 2 oder 3 Wochenenden frei. Und sonst war ich jedes Wochenende auf einem Event. Also ich kenne dieses Pensum und ich kenne dieses Level. Jetzt habe ich noch viel mehr Energie, weil ich jetzt gerade weiß, hier geht es um mein eigenes Unternehmen. Und ich will mir natürlich auch selber was beweisen gerade. Mir geht es auch gerade ganz krass darum, wie gut kann ich in Zukunft auch performen und wie gut ist mein Timing und meine Zeiteinschätzung und auch mein Zeitmanagement im Unternehmen. Ich habe ein sehr, sehr, sehr starkes Team gerade hinter mir, ein sehr motiviertes Team. Also ich weiß nicht, diese Energie, die wir gerade im Unternehmen haben, kann ich mich nicht daran erinnern, wann wir die das letzte Mal hatten. Wirklich nicht. Also das ist brutal. Und das ist auch nicht, das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendeinen schlecht redet. Überhaupt nicht. Einfach nur, wir sind jetzt alle gerade auf einem Weg. Da gibt es kein rechts, kein links, wir gehen gerade einen Weg und da bin ich auch sehr glücklich. Deswegen auch nicht die Erweiterung von weiteren Mitarbeitern gerade, weil wir gerade so gut aufgebaut sind. So,
Was für Veränderungen sind geplant? Ich drücke dir die Daumen, das habe ich ja schon gesagt. Ne? Bleiben die Artikel in derselben Qualität wie aktuell oder besser? Also die Qualität wird sich überhaupt nicht ändern, weil wir sind immer noch beim selben Produzenten. Der Produzent hat sich auch dadurch nicht geändert. Das wird 1:1 genauso sein. Es werden immer wieder neue Schnitte kommen, auch neue Stoffmöglichkeiten werden noch in Zukunft kommen, was sich da verändern wird. Aber sonst wird sich da auf jeden Fall, für euch wird sich alles nur in Zukunft ins Positive ändern. Also wenn, wird es nur besser. Also schlechter wird es auf jeden Fall nicht mehr. Bleiben die Autos oder welche gehen, habe ich ja auch schon gesagt. Wird sich was in der Moderichtung ändern? Ein wenig, aber das wird ein ganz, ganz langer Prozess. Also ich werde mich schon ein bisschen mehr auch Thema Fashion wird schon ein bisschen mehr gehen, weil wir sind halt ein Fashion-Label und wir sind halt kein, also wir machen kein Merch und wir sind auch kein typischer Autoschrauber-Label. Also es wird auch in Zukunft wahrscheinlich keine Schrauberhosen oder sowas geben. Ich möchte mich schon ganz klar weiter in die Richtung entwickeln. Da sehe ich auch sehr viel Potenzial. Der Markt ist riesengroß und den möchte ich natürlich auch dann in Zukunft weiter erforschen und weiter mit euch zusammengehen. Und ich hoffe natürlich auch und ich freue mich natürlich auch, dass so viele Leute auch offen sind, auch diese Themen so gut annehmen. Aber sonst wird es auf jeden Fall, also es wird jetzt keine krassen Änderungen geben. Ne? Wirst du weiter Projekte machen? Auf jeden Fall, aber Projekte, die so meine Leidenschaft wecken. Also ich glaube, diese große Masse an Autos, das wird demnächst weggehen. Also so viele Autos, wie wir jetzt gerade haben, wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil ich brauche die einfach nicht. Ich kann euch eins sagen, wenn ich ein Thema nicht leiden kann, dann ist, wenn ich hier ankomme und hier steht irgendwo einfach ein Auto auf dem Hof, mit dem ich nicht fahren kann. Ich hasse es, Autos rumstehen zu haben. Den 996, das war das einzige Projekt, was ich immer gesagt habe, das ist ein Traum, den will ich mir mal erfüllen. Ich weiß auch, dass ich den niemals fahren kann oder dass das ganz schwer mit TÜV wird, aber das ist so mein Traum, der Wagen steht jetzt da, den gucke ich mir gerne an. Da wird es auch in Zukunft, wenn wir mal irgendwann ein neues Ladenlokal haben, wird der auch irgendwo quasi als Präsentationsfläche auch irgendwo stehen. Aber sonst wird es das nie wieder geben. Jedes Auto, was ich umbaue, muss 100% fahrbar und auch nutzbar sein. So, ist Sven nun fester Bestandteil von Haudeep? Kann man schon sagen. Also Sven, Emparado Sven, der bei uns mit Folie macht und auch umbaut, ist auf jeden Fall, war der aber schon vor 4, 5, 6 Wochen. Also der ist ja schon die ganze Zeit bei uns, da wird sich auch nichts dran ändern, ne? Achso, interessante Frage. Sieht man euch einer gemeinsam am See XS oder treffen? Glaube ich eher nicht. Hat man aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, 2019 ja auch schon gar nicht mehr. Ne? Also Johannes war mal hin und wieder mit auf einem Treffen dabei, aber Hauptbestandteil Treffen hat er eh nie mitgemacht. Also ich war eh fast immer alleine auf Treffen. Deswegen, das wird auch, das kann mal spontan passieren, aber das würde ich auf jeden Fall nicht als jetzt geplantes Event sehen, dass Johannes dann mit dabei ist. Viele haben ja, wissen ja auch, dass wir, selbst wenn wir auf Treffen waren, dass wir jetzt kaum Zeit miteinander verbracht haben. Also ich hatte mit Johannes immer wir haben immer zwei Richtungen gehabt. Also wir waren sehr freundschaftlich miteinander, aber wir hatten trotzdem ein Geschäftsverhältnis. Wir sind jetzt nie jeden Tag Best Buddies gewesen, die immer miteinander rumgehangen haben. Ne? Das war ja auch nicht so. Deswegen war das auch auf den Treffen. Jeder hat einfach seinen Job gemacht. Darum ging es. Ne? Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir heute diese Richtung gegangen sind. Ja, das war's von mir aus. Jetzt gibt es noch ein Thema Laden. Ne? Da würde ich sagen, wir springen jetzt nochmal kurz rüber. Wir müssen jetzt nochmal wandern, weil das ist abschließend. Würde ich euch natürlich auch gerne nochmal zeigen und sagen, was bei uns hier Richtung Tankstelle, Richtung Geschäft sich ändern wird. Da sind wir auch gerade, sind wir schon wieder dran, einige Sachen im Laden zu machen. Deswegen, ich nehme euch jetzt einfach mit, damit ihr genau seht, welche Abläufe so als nächstes passieren. Und dann treffen wir uns gleich im Geschäft. Da sind wir. Bötzchen ist gerutscht. Also, hier im vorderen Bereich, also der Laden wird auf jeden Fall ein bisschen umstrukturiert. Und zwar, der vordere Bereich ist ja jetzt momentan, ihr seht, ist noch ein bisschen was leer. Wir werden auch zukünftig viel mehr Kollektionen, die es online gibt, aber auch exklusiv hier halten. Das heißt, wir werden eine gewisse Stückzahl abziehen, die wir im Laden haben, weil wir sehr, sehr viele Leute aus dem Umkreis haben, die immer wieder, oder auch Leute, die teilweise zum Beispiel so einen Trip machen, die fahren zu JP und kommen, wollen danach zu uns kommen und wollen die Sachen einfach mal angucken und anprobieren. Heißt, in Zukunft würde es auch hier, wir haben das ja damals auch extra gemacht, haben aber die Sachen nie hier gehabt, werden wir zukünftig viel, viel mehr Ware auch hier haben und auch für euch zu kaufen haben. Das wird Punkt Nummer 1 sein. Dann ist Punkt Nummer 2, wird sich hier im Thema Wand, hier in der Ecke wird sich auch was ändern. Das heißt, ich überlege gerade, das weiß ich nicht, wie wir das genau machen, da sind wir gerade noch dran, werden wir den Eingangsbereich viel, viel größer machen. Ich möchte noch eine Couch hin machen, eine gemütliche. Ich möchte das ein bisschen, also was mir nicht gefällt, ist, wenn du hier rankommst, also du sitzt direkt hier vorne, guckst, oder die Mädels sitzen hier, guckst hier halt direkt auf unsere Buchhaltung und auf alles. Ja. Das muss halt weg. Stimmt. Also ich möchte, wenn man hier reinkommt, hier soll es halt wohnlich, hier soll es halt schön. Das ist halt auch so zukünftig der Stil, viel mehr mit dem Holz, viel mehr Industrie, also das muss ein bisschen
bisschen geiler muss das werden. Dann haben wir natürlich auch noch immer unsere Red Bucket Produkte. Die werden wir auch zukünftig gucken, ob wir die jetzt genau hier haben oder ob die dann da oben in die Ecke kommen. Da müssen wir mal schauen. Aber die wird es auch dann hier wieder viel mehr Sachen zu kaufen geben. So, dann geht es weiter. Dann werden wir hier die Wand, so wie es gerade geplant ist, das weiß ich noch nicht genau, wird die versetzt. Das heißt, wir setzen das weiter rüber. Diese Schreibtische werden auf jeden Fall wegkommen. Das heißt, der Ronny und theoretisch der frühere Sandro sind dann hier weg. Hier wird es eine Art Ankleidezimmer geben, wo ich quasi meine Kollektionen, die es bisher noch nicht gibt, wo ich die mir hier reinmachen kann, dass wir hier auch shooten können und dass wir vor allen Dingen, dass ich euch auch wieder hin und wieder ein paar Sachen noch zeigen kann. Also das wird jetzt hier in diesem Bereich kommen. Weiter geht's. Das ist jetzt logischerweise, Johannes ist gerade im Umbruch, das alte Büro von Johannes, das kennt ihr ja auch noch. Das wird sich auch komplett ändern. Hier wird es zukünftig, wird hier mein Büro und mein Gaming-Raum, also mein Twitch, mein Livestreaming-Raum wird jetzt hier kommen. Das wird auch umgestrichen, hier wird auch sehr viel von dem Holz kommen. Das werden wir alles hier reinmachen. Das wird auch in naher Zukunft, also wenn ihr das Video gesehen habt, ist das wahrscheinlich eine Woche später, ist das schon alles jetzt hier drin. So, dann geht's weiter. Hier war ja, oder hier ist ja mein Arbeitsbereich, ne? Mein Schreibtisch. So, das heißt, hier wird demnächst Ronnys Arbeitsplatz wieder sein. Da freut der Ronny sich, glaube ich, auch drauf, ne? Dass der Ronny hier wieder arbeiten wird, weil ich bin ja dann weg da hinten drin. Und dass, wenn dann ein Fotograf etc. etc. kommt, wird dann hier sein. Das heißt, die Mädels, die werden auch mit ihrem Bereich hier vorne, wo der Ronny gesessen hat, werden die hingesetzt. Wir ziehen jetzt ein bisschen was rüber. Und hier in dem Bereich wird es dann quasi Ronny sein. Weiter geht's. Wir haben ja hier momentan, das ist ja sehr, sehr ungemütlich, haben wir hier unseren Tisch. Das sind aber ganz normale Bürotische. Also das hat auch nichts mit Gemütlichkeit zu tun. Ja, das heißt, wir werden ein vernünftiger Tisch wird jetzt hier hinkommen. Ein richtiger, ja, ein runder Holztisch werden wir holen, dass das gemütlich aussieht. Ich überlege auch, die Küche noch zu erweitern, weil ich würde halt auch gerne, wir haben uns vorgenommen, im Team einmal die Woche zu kochen. Das heißt, wir versuchen auch so die Teamdynamik ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Wir versuchen uns ein bisschen gesünder zu ernähren, weil momentan muss man sagen, ist das echt nur Müll, was wir essen. Das ist scheiße. Ja, der Sven, ihr seht, der ist hier voll im Thema gerade. Hier wird unsere zukünftige, deswegen müssen wir mal gucken, wie viel wir demnächst zeigen können. Das wird unser Kalender. Hier werden wir, das ist Magnet, ne? Magnetisch wird das sein. Ne? Hier, ist das eine Tapete oder was haben wir hier? Das ist eine Tapete, magnetisch und da kannst du drauf malen. Mit Kreide. Genau, ich kann euch das mal zeigen. Das ist das hier. Das heißt, das ist so eine Tapete, die machen wir einmal komplett da auf die Wand. Dann können wir, dann planen wir unsere kompletten Kollektionen. Wann kommt ein Drop? Wann kommt ein Drop? Wann sind wir auf Events? Wann kommen neue Ware rein? Also alles, das ist die Wand für alles. Ne? Die werden wir natürlich, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil die darf ja jetzt nicht in jedem Video gezeigt werden, weil dann wissen die Leute immer direkt, was abgeht. Deswegen, wir werden uns wahrscheinlich entweder noch eine Holzwand hier vormachen, die wir hin und her schieben können, oder hier wird halt ein Rollo sein, was wir runterziehen einmal komplett. So, ja, ne? Dass man das auch, wenn ihr auch, die kommen ja auch schon mal Kunden, Freunde oder irgendein, das ist ja jetzt, ne, das ist ja schon extremer internes Zeug. Deswegen werden wir da gucken, dass wir das ein bisschen, ja, ein bisschen verdecken dann. So, jetzt Ronny, jetzt musst du einmal hier rum, das ist jetzt gerade, weil das werden hier rumgegangen. Alles gut. Mal nach hier. Hier wird sich minimals was ändern, minimals. Das wird aber auch ganz, ganz hinten raus erst passieren, weil hier werden wir halt, hier folieren wir unsere Autos, das haben wir schon mal gesagt. Ich möchte, dass das auch ein bisschen cleaner, ein bisschen schöner aussieht. Heißt für uns im Umkehrschluss, wahrscheinlich kommt das Regal auch weg, das hier. Und dann werden wir hier, wo der Porsche, wo der steht, das werden wir mit Bannern, werden wir das zumachen hier. Cool, ja. Das heißt, dass man hier eine schöne Ecke hat, da wird noch ein Tisch hinkommen, dass wir die ganzen Folien vernünftig auslegen können, weil jetzt ist ja gerade so, wenn wir Autos hier selber folieren, dann steht immer einer so und das ist halt eine Katastrophe. Wir haben auch noch von damals, von Haudieb-Zeiten, wo wir selber noch versendet haben, haben wir einen riesen Packtisch, das heißt, der wird da auch perfekt hinpassen. Ja, so der Plan. Ihr seht, es passiert dann doch schon relativ viel. Auch wenn man immer meint, es ist so eine kleine Veränderung, aber für mich sind das halt ganz, ganz große Schritte. Ich freue mich extrem auf die Zukunft, bin total happy, so wie wir gerade aufgestellt sind. Ich freue mich natürlich voll über euren Support und Freunde, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, egal was, haut mir das immer in die Kommentare rein. Ich lese mir die Sachen durch, ich kann nicht immer alle beantworten, aber die Kommentare sind für mich das Wichtigste. Also feuer frei, gebt mir einen Kommentar, haut rein, schönen Tag, bis zum nächsten Mal.